Moin Freunde und willkommen zu Myth of Empire. Schön, dass ihr euch für dieses Spiel entschieden habt. Ich will euch jetzt einmal am Anfang helfen, diesen ganzen überwältigenden Eindruck, der dieses Spiel macht, besser zu verstehen. Vor allem, da auch nicht alle Übersetzungen 1:1 gut sind, will ich euch hier mal die Top-Tipps für den Anfang geben, um weiterzukommen. Tipp Nummer 1. Ihr habt auf jeden Fall Quests, wenn ihr beginnt. Und die solltet ihr als erstes und am schnellsten machen, wenn ihr mit dem Spiel startet. Sie geben euch Erfahrungspunkte und Materialien, mit denen ihr ganz schnell weiterkommt und so in der Kürze der Zeit schon auf Level 10 erreicht. Ihr kommt über die Taste I in dieses Inventar hier rein, wo ihr nicht nur euer normales Inventar und die Fertigkeiten und Herstellanleitungen seht, die ganze Reiter werde ich später noch ein bisschen erklären, sondern auch das Thema Quests. Damit fangen wir jetzt kurz an. Die Quests, die ich euch vorhin genannt habe, die kommen alle hier in der Hauptquest. Das bedeutet, ihr geht ganz runter und fangt mit den ersten Sachen an. Wie suche dir Talentskill-Panel. Sammel Gras. Stelle einen Strohsaal her. Sammel Schutt und Zweige. Stelle eine erste Steinaxt her. Diese ganzen Sachen sind unglaublich wichtig. Und hier wird nicht immer angezeigt, hier im Angriffsziel, wie viel ihr davon sammeln müsst von den Zweigen, wie viel Schutt ihr sammeln müsst. Das wird nicht angezeigt. Ich gebe euch den Tipp, sammelt so lange weiter und auch wenn ihr denkt, boah, ich habe jetzt schon 200 Zweige, sammelt weiter. Irgendwann habt ihr genug, auch wenn es jetzt nicht hier angezeigt wird. Also nicht schwach werden, nicht fragen, ob das Spiel kaputt ist, sondern einfach nur weiter sammeln. Es ist ein Manko, ich hätte mir gewünscht, dass hier eine Anzeige wäre, aber passt schon. Wenn ihr dann I drückt, kommt ihr in das ganze Inventar. Wenn ihr die Hauptquest macht, wie vorhin erklärt, dann werdet ihr ganz schnell auch einen Eindruck zu den einzelnen Items und den einzelnen Sachen kriegen. Aber hier findet ihr dann erstmal alle eure Rezepte. Und dort werdet ihr dann auch ein bisschen kennenlernen, wofür die einzelnen Sachen sind, wie zum Beispiel eine Steinaxt zum Sammeln von Holz oder zum Zerlegen von Kadaver, einen Steinhammer, damit könnt ihr am effektivsten Materialien wie Steine und Erze sammeln, einem Holzbrett, eigentlich ist es ein Speer, mit dem könnt ihr sehr, sehr gut Tiere jagen. Und auch der Holzbogen und die Steinpfeile, hier genannt Bronzepfeile, mit denen ihr gut zurechtkommt. Als nächstes kommt dann der Reiter Fertigkeiten. Bei dem Reiter Fertigkeiten habt ihr hier unglaublich viele einzelne Fähigkeiten. Ihr könnt zum Beispiel Einhand trainieren, indem ihr ganz viel mit der Einhandwaffe kämpft. Ihr könnt mit dem Schild trainieren, indem ihr euch verteidigt. Zweihandwaffen, Stangenwaffen, schwere Rüstung. Wie ihr seht, habe ich mich hier auf Stangenwaffe und schwere Rüstung spezialisiert, da es mir am meisten geholfen hat. Jedes Mal, wenn ihr ein Level erreicht, erhöht sich auch eure Fertigkeit. Zum Beispiel bekomme ich jetzt durch schwere Rüstung 39% mehr Verteidigung. Und bei Stangenwaffen kriege ich einen höheren Schaden von 24%. Während ihr hier die Level erhöht, werden sich immer weiter hier kleine XP auftun, kleine Fähigkeiten, die ihr lernen könnt. Wenn diese ausgegraut ist, sprich ihr habt hier zum Beispiel, ich glaube das müsste Level 150 sein oder 120 erreicht, ja 150, hier unten ist sogar eine Legende, dann könnt ihr zum Beispiel Stangenwaffenkunde verbessern. Ihr klickt dann hier drauf und ihr müsst kein XP, nichts bezahlen, es geht einfach weiter. Am Anfang erhaltet hier unten, ich erkläre euch mal ganz kurz die Leiste, die ist wichtig, Kupfermünzen, die benötigt ihr oder sammelt ihr, indem ihr Banditen lootet und oder Sachen bei der Hauptfahne verkauft. Und diese Kupfermünzen sind wichtig, um Fähigkeiten zu erlernen und bei Händlern zu kaufen. Das sind NSCs, die euch verschiedene Sachen wie Expertise, Training oder Güter zur Verfügung stellen. Hier habt ihr Punkte, die ihr sammeln könnt für euch. Und ihr habt Expertisepunkte. Die Expertisepunkte sind sehr wichtig. Damit könnt ihr bei einer Fähigkeit, die ihr sehr schnell und sehr gut lernen wollt, diese hier unten als Drachensymbol gezeigt, verbessern. Dort sendet ihr dann den einen Expertisepunkt, den ihr habt, und damit sammelt ihr dann schneller Skillpunkte. Durch diese drei Drachen hat sich das jetzt um den 2,93-fachen Faktor verbessert. Neben der ganzen Stärke habt ihr dann auch noch Agilität, wo ihr Bogen und Armbrust und Reiten findet. Ihr habt den Körperbau und das ist eine sehr wichtige Eigenschaft. Bei Körperbau findet ihr nämlich auch die Sachen Bergbau, womit ihr dann schneller und besser Steine etc. sammelt. Also guckt immer hin und wieder mal rein, wenn ihr Level 50 etc. erreicht, dass ihr auch die ganzen Abilities einsetzt und mitnimmt. Lumberjack ist dann für Holzfällen, dann habt ihr das Jagen, das Pflanzen selber, was es ganz, ganz spät gebaut werden kann, bei Level 225. Ihr habt Weisheit, wo ihr dann Herstellen von Sachen, also über Craften verbessern könnt, Medizin,
Waffenschmiede, Gebäude, Belagerungswaffen, die ihr dann verbessern wollt. Zum Beispiel Projektil verfolgen. Hier habt ihr dann die Möglichkeit, die Flugbahn oder das Projektil zu verfolgen und so zu sehen, okay, ich muss meine Belagerungsräte ein bisschen justieren. Ihr habt Charisma. Charisma ist sehr, sehr wichtig. Ihr solltet sehr am Anfang Sämen verbessern, weil durch das Sämen könnt ihr dann noch schneller Pferde zähmen und die Zahl der möglichen Pferde, die ihr zähmen könnt, erhöhen. Bei Ruhm ist es das gleiche dann mit euren Kriegern, genauso wie mit Rekrutierung und Übungen. Wichtig ist, Übungen verbessert ihr, indem ihr bei einer Holzpuppe eure Soldaten trainieren lasst. Befehlen verbessert ihr, indem ihr eure Leute mitnimmt. Ihr könnt am Anfang immer einen Krieger, einen NSC, den ihr rekrutiert, mitnehmen und in die Schlacht führen. Dadurch sammelt ihr Punkte. Ist aber auch die Gefahr hoch, dass das stirbt. Nun bringe ich euch ein bisschen was über die Herstellanleitung bei. Die Herstellanleitung ist eigentlich ganz einfach zu verstehen. Ihr habt verschiedene Reiter hier, von Workbench bis zu Gebäudeteilen, Rüstungen, Zähmeinrichtungen, Medizin und hier, was ist noch unglaublich wichtig, zum Beispiel Handkarren, mit dem ihr besser farmen könnt. Eigentlich selbsterklärend, jedes Mal, wenn ihr ein Level habt, kriegt ihr sogenannte XP-Punkte. Hier sind wir gerade bei Anleitungspunkten 35, die ich noch über habe. Ich habe aber wirklich jede Fähigkeit gelernt, die ihr lernen könnt. Also gerade an der Anfangszeit solltet ihr alles mitnehmen, was ihr mitnehmen könnt. Es schaltet sich immer wieder ein bisschen frei. Wenn ihr ein neues Level erreicht, zum Beispiel Bronze-Tools, kriege ich mit Level 36. Da geht es dann wieder richtig los. Des Weiteren habt ihr hier eure Gilde. Ich habe jetzt eine eigene Gilde gegründet. Vorher war ich in einer deutschen Gilde bei mit 3-4 Mitgründern. Die waren aber sehr schnell AFK und dann war ich der Letzte aus der Gilde, der mitgemacht hat. Jetzt habe ich meine eigene gegründet, kommen auch die ersten Leute rein. Man könnte natürlich nur dann, wenn ihr eine eigene Gilde kreiert, Leute annehmen, wenn diese online sind. Der nächste Reiter sind Untergebenen. Ich habe jetzt noch keine rekrutiert. Ich hatte 5 Stück, die habe ich freigelassen, weil sie alle tot waren. Über ein Zelt könnt ihr die dann reanimieren und hier seht ihr immer, wie ihr eure NSCs positioniert habt. Zum Beispiel Leute, die euch in der Schlacht folgen, werden hier im ersten Reiter sein. Leute, die ihr zum Beispiel in der Mine oder in der Workbench einsetzt oder in der Schmiede, damit diese dann schneller produzieren, sehen die dann hier. Und hier kommen alle Toten und Verwundeten, die ihr dann über das Zelt wieder reanimieren könnt. Ihr seht hier am Anfang immer die höchste Nummer an NSCs, die ihr rekrutieren könnt, wie viele Leute ihr in der Schlacht mitziehen könnt. Und wichtig, wie hoch das maximale Level eines NSC ist, den ihr rekrutieren könnt. Wie ihr NSCs rekrutiert und wie das Ganze dann hier in der Leiste aussieht, dafür habe ich ein separates Tipps und Tricks und hoffe, dass es euch gefällt. Genauso auch zum Pferdezähmen habe ich ein separates Video, wo ich euch genau erkläre, wie ihr am besten Pferde trainieren könnt. Ihr seht hier auch, welche in der Scheune gerade sind am Arbeiten, welche tot sind und hier oben, welche momentan mit euch und euren Kriegern reiten, denn ihr könnt auch eure NSCs eure Pferde reiten lassen. Ihr könnt auch die Pferde benutzen, um eure Karren zu ziehen, die ihr später bauen könnt. Die anderen Reiter sind interessant, waren jetzt aber für mich noch nie so wichtig, dass ich gesagt habe, okay, da muss ich was machen. Hier ist zum Beispiel Events, wo dann die Leute versuchen können, eine Präfektur zu beherrschen. Da kämpft dann Gilde gegen Gilde. Wichtig, eine Präfektur zu beherrschen, bringt euch Kupfermünzen, denn jedes Mal, wenn ihr Kupfermünzen bei jemandem farmt, geht ein prozentualer Anteil an die Gilde, die momentan das Gebiet beherrscht. Hier habt ihr den Adel. Es ist sehr wichtig, dass ihr eure Ruhmpunkte, die ihr hier habt, jedes Mal einsetzt, um einen besseren Rang zu holen. Wir sind jetzt beim Viscont. Da brauche ich noch ein paar Ruhmpunkte mehr. Aber wenn ich die erreiche, dann kriege ich eine Verbesserung der Rüstung, einen höheren Schaden, den meine Pferde verursachen und einen höheren Haltbarkeitswert von den Rüstungen für schwere und für leichte Rüstungen. Hier an dem Reiter ist nochmal eine Übersicht der verschiedenen Territorien. Hier seht ihr dann, in welchem Territorium ihr seid, welche Gilde dort momentan herrscht, wie viele Festungen dort gebaut und besetzt sind und so weiter. Ein Protokoll, wo ihr ein bisschen was erklärt bekommt, Events. Hier zum Beispiel die Waldbanditen. Die Feindseligkeit der Waldbanditen ist bei mir sehr hoch. Hier ist ganz wichtig zu beachten, jedes Mal, wenn ihr Tiere tötet, erhöht sich die Aggressivität der Tiere, die Feindseligkeit. Wenn ihr Banditen tötet, erhöht sich die Feindseligkeit der Banditen. Nothing seems to happen. Am Anfang passiert nichts. Wenn aber der Balken immer weiter höher kommt, dann greifen euch bei den Tieren Wölfe an
Und bei den Banditen kann es sein, dass diese Banditen dann später mit großen Armeen euer Hauptstützpunkt angreifen. Oder sogar mit Belagerungswaffen versuchen, alles einzureißen von eurer Gilde. Also passt immer auf, dass ihr nicht zu viel auf einmal tötet von den Banditen und den Tieren und das gemäßigt macht. Das ist so ein wirklich schöner Mechanismus, den ich in keinem anderen Spiel kenne. So, meine Freunde, jetzt habe ich euch ein bisschen was über das Menü erzählt. Ihr sollt die Quests machen, die bei euch immer angezeigt werden. Über den Cursor L kommt ihr immer sehr schnell in die aktuellen Quests. Die werden unterteilt in alle täglich, wöchentlich, Hauptquests und Nebenquests, die euch ein bisschen was bringen. Und was noch viel wichtiger ist, jetzt kommen wir dazu, wie ihr am besten eine Basis baut und wie ihr verhindert, dass diese Basis sich von alleine auflöst. Denn das ist ein Punkt, den ich unglaublich schlecht bin in dem Spiel. Eure Basis ist 2 Tage geschützt, wenn ihr eine Fahne baut und dann erst löst sich das Ganze auf. Und zwar, wenn ihr eine Woche in Urlaub fahrt, kann es sein, dass eure Basis am Ende nicht mehr da ist. Damit eure Basis nicht zerfällt, müsst ihr einen sogenannten Gebietssandkasten bauen. Das ist eine Fahne, wo man nochmal erklärt bekommt, ganz unten in der untersten Zeile, dass dann in einer Stunde und in einem Tag 23 Stunden und 27 Minuten diese Fahne weggeht und dann die ganzen Gebäude anfangen zu zerfallen. Diese Fahne ist unglaublich interessant. Ihr könnt zum Beispiel hingehen und könnt über Inventar Güter verkaufen. Ihr seht dann hier immer, was ihr verkauft und wie viel euch das einbringt. Das bringt mir jetzt nichts. Aber insgesamt könnte ich alle Sachen, die ich hier habe, verkaufen und würde 312 Kupfermünzen bekommen. Ein weiterer schöner Effekt von dieser Sandkasten ist, gibt es Sandkasten, ich nenne es jetzt mal Fahne, ist die Reichweite anzeigen. Ihr könnt dann immer E gedrückt halten, um bei den Leuten die mehr Effekte einzusetzen. Und ihr seht dann immer, ihr kriegt einen sogenannten lilanen Kranz. Ich zeige euch jetzt einmal, wie dieser lilane Kranz aussieht. Dieser lilane Kranz zeigt nämlich das Territorium, in dem eure Fahne abgespeckt ist. Wenn ihr schafft, alles was ihr habt, innerhalb von diesem lilanen Kreis zu bauen, zerfällt es nicht, sondern es bleibt, solange ihr eine Fahne dort habt. Alles was ihr außerhalb dieser Fahne baut, das zerfällt mit der Zeit und löst sich in Luft auf. Ihr habt natürlich die Wahl, ob ihr auf einen PvP oder auf einen PvE-Server spielt. Das heißt, wollt ihr gegen andere Spieler spielen oder wollt ihr lieber zusammen gegen die Umwelt kämpfen? Ich spiele gerne auf einem PvE-Server, das ist ein bisschen idyllischer. Und dann kommt das ganz Wichtige, ihr solltet trotzdem eine kleine Barriere bauen, eine kleine Schutzmauer. Weil ich ja schon erzählt habe, ihr habt verschiedene Spots auf der Karte, wie zum Beispiel, das hier ist ein Eisenspot, dort leben ein ganzer Haufen Banditen. Hier ist ein Kupferspot, wo Banditen leben. Wenn ihr diese Banditen tötet, könnt ihr große Mengen Kupfer farmen, die sehr konzentriert an diesem Ort sind, und auch große Mengen Eisen. Der einzige Nachteil, wenn ihr die Banditen andauernd tötet, erhöht sich die Feindseligkeit und irgendwann rächen sich die Banditen und greifen euren Stützpunkt an. Ihr solltet also immer gut vorbereitet sein und ein paar Krieger hier haben, die auf Patrouille gehen. Nun will ich euch ein bisschen was über die einzelnen Materialien erzählen. Fangen wir mit dem Stein an. Ihr habt hier diese ganz hellen Steine. Diese sind sehr wichtig, weil ihr damit sehr schnell Sand und Schutz sammeln könnt. Andersherum haben wir auch hier diese bemoosten Steine, die auch ordentlich viel Schutt geben, aber auch ein bisschen mehr Steine. Und wir haben diese grauen Felsen. Die grauen Felsen sind dann für euch wichtig, wenn ihr keinen Schutt, sondern Steine sammeln müsst. Diese geben mit einer höheren Wahrscheinlichkeit Steine und Gips ab. Neben dem Stein gibt es dann auch noch gerade in der Anfangszeit das Material Kupfer. Es sieht so aus, das sind Kupfersteine, die orange glänzen. Dort kriegt ihr dann Kupfererz. Mit dem Kupfererz könnt ihr in der Schmelze dann Kupferbarren erzeugen, mit dem ihr eure Werkzeuge und eure Waffen herstellt. Das hier ist euer Eisen. Ihr solltet aber vorsichtig sein, wenn ihr Eisen farmen müsst. Gerade am Anfang mit einer Steinspitzhacke werdet ihr kaum Eisen kriegen. Selbst mit einer Knochenspitzhacke, also mit einem Knochenhammer, kriege ich kaum Eisen aus dem Klotz raus. Ihr seht das anhand der roten Funken, dass euer Werkzeug eigentlich schon zu schwach ist für dieses Material. Besser wäre gewesen, ich wäre mit einem Kupferhammer hingegangen und hätte das geschlagen. Dann hätte ich eine deutlich bessere Ausbeute gekriegt. Also achtet immer darauf, dass ihr auch das richtige Werkzeug für die richtigen Ressourcen dabei habt. Die letzte wichtige Ressource, die ich nur in die Kategorie Steine und Erze reinsetzen würde, ist Lehm. In der Nähe von Wasser
aber wirklich von jedem Wasser, findet ihr vereinzelt solche Brocken, die etwas anders aussehen als die normalen Steine. Diese Brocken geben euch eine große Menge Lehm, also sogenanntes Clay, und vor allem Sand. Diese sind sehr wichtig für den späteren Bau von Tier 2 Gebäuden, aber auch wenn ihr Schutzwand bauen wollt. Kommen wir nun zu den Gräsern. Am Anfang seht ihr, ihr sammelt Gräser immer mit E, mit der Hand. Es sind relativ übersichtliche Mengen an Gräsern. Ihr kriegt auch dabei immer Skorpione oder Kakerlaken, die ihr dann essen könnt. Besser ist es, wenn ihr hier ein solches Werkzeug habt. Das ist eine Sichel. Diese Sichel gibt euch unheimlich viel mehr von dem Gras. Also ihr zerstört zwar das Gras mit einem Mal, kriegt aber mindestens 12 Gras jedes Mal, wenn ihr diese dann sammelt. Separat habt ihr dann auch noch hier diese roten Pflanzen. Mit denen sammelt ihr Staudenknöterich. Und neben denen gibt es dann auch noch andere Pflanzen, die euch ebenfalls mit vielen Sonderkräutern. Gibt es noch andere Pflanzen, die euch zum Beispiel mit Wildblumen versorgen? Wofür brauche ich Wildblumen und Staudenknöllerich? Das kann ich euch sehr, sehr, sehr schnell erklären. Ihr habt diese Schafsichtsuppe. Wenn ihr geschafft habt, die Schafsicht zu erlernen, dann könnt ihr diese Suppe brauen und diese Suppe verbessert euer Sehvermögen. Ich habe jetzt einmal so eine Suppe für euch fertig gemacht. Wenn wir die jetzt schlürfen und wir haben diese Weitsicht, dann erkennen wir jetzt diese Ressourcenzeichen. Es ist eigentlich ganz einfach. Diese Ressourcenzeichen, wo jetzt so eine Art Mineral abgebildet wird, davon seht ihr ganz viele, die zeigen euch Lehm und Kupfer an. Wenn ihr diese Blätter hier seht, dann bedeutet es, dass es Bäume sind, die euch unheimlich gute Ressourcen geben. Wenn ihr diese jetzt fällt, dann seht ihr, dass ihr sofort größere Mengen Hartholz bekommt. Das bedeutet, ihr erkennt so, wo seltene Ressourcen sind gegenüber den normalen. Das heißt, statt den einfachen Stecken kriegt ihr hier große Mengen an Hartholz und seltenem Harz. Und neben denen gibt es dann noch ein drittes Zeichen. Und dieses dritte Zeichen sind seltene Tiere, die euch viel Lehm, die euch viel Fell und andere Sachen geben. Hier ist zum Beispiel ein Pferd abgebildet. Dafür ist dieses Tierpfoten-ähnliche Zeichen da. Bei dem Holz habt ihr gerade schon gesehen, es gibt die einen seltenen Ressourcen, die euch viele Mengen Hartholz geben. Dann gibt es noch ganz seltene, die heißt gutes Hartholz, Stufe 1. Und dann das übliche ist Rinde und Zweige. Rinde ist ein sehr wichtiges Werkzeug, denn Rinde ermöglicht euch die Leinenfertigung. Die Zweige sind für quasi alles wichtig, denn ihr werdet nichts bauen können, ohne am Anfang Zweige zu haben. Zu dem Thema Ackerbau und auch Tierpflege werde ich in einem separaten Video noch ein bisschen erzählen. Stall habe ich auch mit erwähnt für das Thema mit der Pferdezähmung. Ich denke, damit habe ich alle wichtigen Sachen, die jetzt am Anfang wichtig sind, ein bisschen erwähnt. Ich hoffe, dass es euch gefällt, das Spiel. Ihr könnt gerne euch bei mir in die Gilde melden und bei Twitch folgen für weitere Livestreams und YouTube für weitere Let's Plays. Ich hoffe, dass euch das Ganze gefällt. Ihr könnt mich und meinen Kanal gerne unterstützen mit einem kleinen Like oder einem Abo. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, euer Toshi. Danke fürs Zusehen und ciao.